Andacht zu einem Lied über einen irischen Segen. Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen. Mögest du den Wind im Rücken haben. Und bis wir uns wiedersehen, möge Gott seine schützende Hand über dir halten. Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen, Regen sanft auf deine Felder fallen. Und bis wir uns wiedersehen, möge Gott seine schützende Hand über dir halten. Ist dieses Lied nach einem irischen Segen wirklich ein Trostlied? Ich finde ja. Auf den ersten Blick erntet es allerdings meinen Widerspruch. Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen. Stattdessen sehe ich Berge der Unsicherheit und der Sorge, aber ich sehe keine geebneten Pfade. Ich sehe Sorge um Leben und Gesundheit, um die eigene Gesundheit und um die Gesundheit der Menschen, die uns anvertraut sind. Ich sehe Berge, aber keine ebenen Wege. Das Leben eingeschränkt, mit guten Gründen. Die Geschäfte geschlossen, bis auf die zur Versorgung notwendigen Lebensmittelgeschäfte und Apotheken natürlich. Es wird über weitere Einschränkungen nachgedacht und wer weiß, was noch kommen wird. Und dann, mögest du den Wind im Rücken haben, aber ich spüre Gegenwind statt Rückenwind. Alles verständlich, richtig und nötig zur Eindämmung des Virus. Aber Fragen bleiben. Wie soll es weitergehen mit den vielen kleinen Betrieben, die vorher schon am Rande des Existenzminimums gearbeitet haben? Mit den vielen Minijobs, die nicht durch Kurzarbeitergeld abgesichert sind? Wie soll es weitergehen mit den vielen anderen, zum Teil prekären Beschäftigungsverhältnissen, deren Zukunft mehr als unsicher ist? Dann sehe ich die andere Seite. Auf einmal treten andere Werte in den Vordergrund als die, die sonst oft bestimmend sind. Die Verkäuferin, die mich trotz Stress und langer Arbeitszeit freundlich bedient und mir ein schönes Wochenende wünscht. Die Pflegekräfte im ambulanten Dienst in den Krankenhäusern und den Pflegeheimen, die bei ihrer Arbeit nicht den vorgeschriebenen Abstand einhalten können, weil Pflege ohne Kontakt unmöglich ist. Arbeit, die bisher schlecht bezahlt und wenig wertgeschätzt wurde, wird auf einmal in ihrer Bedeutung erkannt und gewürdigt. Menschen stehen klatschend am Fenster und denken an die, die für unser Dasein Sorge tragen. Ich denke an den Bäckermeister, ich glaube, es war in Hamburg, der sich mit gebrochener Stimme bei den Pflegekräften, Feuerwehrleuten und all denen bedankt, die in dieser Zeit für uns ihren Job machen, wenn wir sie alle kostenlos bedienen. Es sind nicht die so oft wichtig erscheinenden Aktienkurse und Profite, die das Leben tragen, sondern Werte wie Gemeinsinn, Hilfsbereitschaft und Zuwendung. Dann lese ich die Worte aus der zweiten Strophe. Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen, Regen sanft auf deine Felder fallen. Arbeit, die sich lohnt. Menschen, die uns anvertraut sind. Gute Geister, ohne die das Leben leer bliebe und nicht das wäre, was es ist. Lebens- und liebenswert. Zum Schluss die Bitte, die mehr ist als ein gedankenlos dahergesagter Wunsch. Viel, viel mehr. Möge Gott seine schützende Hand über dir halten. Ulrich Wester, ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit, bleiben Sie behütet.